Freunde und Fans, hier ist eure Anna Karina. Und der Stefan. Servus. Ja, und wir sind gerade auf großer Center-Promotion-Tour heute in Leisling. Freuen uns ganz besonders. Gleich geht's auf die Bühne. Ja. Und wir haben natürlich jede Menge neue Musik dabei. Mein neues Album Liebe passiert. Und ich habe natürlich einen Schatz mitgebracht, den wir singen ja auch gleich gemeinsam. Und sind schon ziemlich aufgeregt. Ne? Ja. Sind gespannt, wie es gleich wird. Und es hat sich im Studio mit ergeben, weil einfach so viele Titel und Arrangements auf dem Titel lagen, also auf dem Tisch lagen, wo man gesagt hat, Mensch, das ist, glaube ich, ein Duetttitel, das ist ein Duetttitel, und das hat sich so ergeben, so wie es eigentlich richtig sein sollte. Genau, und passend dann natürlich auch der Albumtitel Liebe passiert. Also mir war es ganz wichtig, nach meinem letzten Album, was ja doch erst ein Jahr zurückliegt, ich wollte nie dein Engel sein, ein ganz authentisches Album zu machen, eben auch Texte, die man fühlt. Und ich meine, wir lieben uns und wir wollen das natürlich sehr, sehr gern teilen. Und am schönsten natürlich, wenn man das Ganze in Musik verpacken darf und eben, dass die anderen Leute da auch ein bisschen dran teilhaben, an unserer quasi musikalischen Biografie. Ja. Wenn unser Stern auf Liebe zeigt, los den Tod, dann sag ich dir, es tut mir leid, los den Tod. Das ist einfach ein junger, frischer Schlager, mit dem man mitsingen will. Also vor ein paar Jahren hat man ja noch leicht darüber gelächelt, über solche Lieder. Man braucht sich nicht mehr rechtfertigen für wunderbare Musik, die dort präsentiert wird. Und von dem her, ja, also für jung und älteres Publikum gedacht. So haben wir es uns eigentlich vorgestellt, ja. Das war ja eigentlich der Ursprung des ganzen wunderbaren Liebesglücks. Also Anna kommt ja aus einer Marionettendynastie, weiß ja mittlerweile halb Mitteleuropa. Und sie hat mich überrascht mit einer Stefan Ross Holzmarionettenpuppe, so kann man das ja richtig sagen, in meiner Sendung immer wieder sonntags. Und so begann diese Geschichte Wojcik und Ross. Ich hoffe, wir sehen uns gleich für Autogramme. Und wir dürfen noch eins verraten, also wenn wir uns wirklich. Am besten ist natürlich, wie kommst du mit der CD vorbei? Oh, die vermissen dich schon ein bisschen. Ja, aber wenn du zu Hause bist, dann.